Was geht ab, meine lieben Freunde? Sie kommen zurück zu einem weiteren Video. Heute reagieren wir mal auf 10 gruselige Dinge, die in deinem Lieblingsessen gefunden wurden. Dieses Video zeigt uns 10 gruselige Dinge, die in Essen gefunden wurden. Alles klar, ich würde sagen, wir starten direkt. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Das Letzte, was ihr wollt, wenn ihr euch auf eine leckere Mahlzeit freut, ist etwas unheimlich in eurem Essen. Egal, ob es sich dabei um den Burger deiner Lieblings-Fastfood-Kette oder um die Lebensmittel aus dem Supermarkt handelt. Es ist also hilfreich, alles dreimal zu überprüfen, bevor man es in den Mund steckt. Ich habe noch nie etwas in den Mund gesteckt. Heute zeigen wir euch die 10 furchterregendsten Dinge, die man in Lebensmitteln anderer findet. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Aber ich habe den Kanal schon abonniert. Nummer 10. Okay. Wendy's ist eine amerikanische Fastfood-Kette, die in Oklahoma, USA einen schlechten Ruf bekam, weil lebende Mäuse in einer Tüte mit scheinbar frischen Hamburgerbrötchen gefunden wurden. Die Mitarbeiter hatten sich zuvor über Probleme mit Mäusen beschwert. Eine der Angestellten arbeitete in einer arbeitsreichen Schicht, als sie Hamburger zubereitete. Irgendwann sah sie eine Maus in einer durchsichtigen Tüte mit Hamburgerbrötchen. Wie ihr euch denken könnt, brach sofort Chaos aus. Die Angestellte rief laut: Maus! In der gleichen Fastfood-Kette wurde angeblich auch eine andere Maus mit Kot in einigen Packungen gefunden. Leider weiß ich nicht, was sonst noch passiert ist, aber ein Vorfall wie dieser muss sehr selten sein. Wollte ich sagen. Nummer 9. Okay. Im Jahr 2009 öffnete der Manager eines Cafés in Schottland einen aus Israel importierten Container, als er den Kopf einer kleinen Eidechse in einer Tüte Salat entdeckte. Die Eidechse wurde auf den Namen Rocky getauft. Es handelte sich um eine Libanon-Eidechse, die irgendwie in der Tüte mit dem Salat gelandet war. Das Restaurant versuchte sich um Rocky zu kümmern und hielt ihn sogar in einem CD-Halter auf einem Computerbildschirm warm, bis die schottische Tierschutzbehörde eintraf. Jetzt hat Rocky ein gutes Zuhause für immer im Schmetterlings- und Insektengarten. Was würdet ihr tun, wenn ihr eine Eidechse in eurem Salatbeutel sehen würdet? Also ich glaube, ich würde dasselbe tun. Wissen. Okay, Nummer 8. Spinnen in einem Haufen Bananen. Oh nein, nicht Spinnen. Moment. Da steht aber Skorpion zwischen Bananen. Schon mal gehört. Es gibt sogar Spinnenarten, die den Spitznamen Bananenspinnen erhalten haben. Scheiße. Aber ein Skorpion zwischen Bananen zu finden, ist ziemlich selten. Dennoch machte ein Wettervorhersager namens Nathan Coleman eine solche beängstigende Entdeckung. Als er und seine Familie vom Einkaufen nach Hause kamen, sah seine Tochter plötzlich einen großen Skorpion in der Tüte mit den gekauften Bananen sitzen. Der erste Gedanke der Familie war, dass es sich um eine Schnecke und nicht um ein potenziell giftiges Tier handelte. Als die Familie jedoch sah, dass es sich um einen lebenden Skorpion handelte, verpackte Nathan ihn sehr gut und brachte ihn ins Naturkundemuseum. Dann informierte er den Supermarkt, dass sie die Bananen besser aus den Regalen nehmen sollten. Übrigens wäre das nicht das einzige Mal gewesen, dass jemand einen Skorpion unter Bananen gefunden hat. Im Jahr 2019 fand ein Paar aus England ebenfalls einen Skorpion, der in einem Haufen Bananen gefangen war. Als sie ihn entdeckten, sprang der Skorpion und bewegte sich auf ihrem Schlafzimmerboden. Ziemlich gruselig, findest du nicht auch? Ja, das klingt wirklich gruselig, wenn sich einfach ein Skorpion im Schlafzimmer befindet. Oh, jetzt kommt diese Werbung. Belioni.ch Belioni.ch Digga! Oreos sind einer der leckersten Kekse, die je erfunden wurden. Nein, nicht schon wieder mit Spinnen. Ob man sie nun im Ganzen isst. Oreos sind mega geil. Ich liebe Oreos. Digga, bitte kein. Wenn ich eine Spinne in Oreos finde, ich will es probieren. Es scheint, dass die Leute, die Oreo-Kekse vor dem Verzehr auseinandernehmen, es doch richtig machen. Denn schaut euch an, was diese Person gefunden hat. Eine Spinne, die im Inneren eines Oreo-Kekses zerquetscht wurde. Zunächst wurde behauptet, dass sich um eine tödliche Spinne handelte. Aber zum Glück war diese Art in Wirklichkeit nicht tödlich für die Menschen. Werdet ihr das nächste Mal, wenn ihr einen Oreo-Keks esst, das Innere überprüfen? Oder werdet ihr es immer noch wagen, sie zu essen, ohne nachzusehen? Okay, ich glaube, ich werde nachsehen. Okay, Nummer 6. Was ist das Letzte, was ihr in einer Thunfisch... Das zungenbrecherische Laus in einer Thunfischdose. Eine Laus? Okay, Läuse beißen doch. Möchtet. Und was ist das Letzte, was ich euch sagen werde, was da drin tatsächlich ist? Die Antwort ist wahrscheinlich kein Parasit, der euch die Zunge verdreht und euch mit ein paar glänzende Augen anstarrt. Genau das ist einer Frau namens Zoe passiert, als sie eine Dose Wenn einfach so ein Laus euch mit glänzenden Augen in eurem Lieblingsessen anstarrt. Mahlzeit zu sich nehmen, als sie in der Ecke der Dose den Kopf einer Zungenbrecherlaus entdeckte. Eines Parasiten, der in Fischen lebt und sich an deren Zunge festsetzt.
Dieser Parasit ist für den Menschen nicht gefährlich, obwohl er bei lebendigem Leib zustechen kann. Aber sein Vorhandensein in einer Dose Thunfisch ist nicht gerade beruhigend. Zoe sagte, sie sei sehr erschrocken, als die violette Laus ihr direkt in die Augen sah. Oh, das ist gruselig, wenn man einfach so eine violette Laus in die Augen sieht. Nicht alle Menschen mögen Nadel Essen im Flugzeug, im Brötchen. Hey, aber Nadel ist kein Tier. Ich hätte gedacht, es handelt sich hier nur um Tiere im Essen. Mal appetitlich aber ist egal. Ist. Dennoch sollte es einigen... Aber Nadel im Brötchen ist eigentlich gefährlich, weil wenn eine Nadel im Brot ist, ohne dass man es kontrolliert hat, dann könnte es sein, dass man in die Nadel reinbeißt. Und das würde schmerzen. Mindeststandards geben. Deshalb erwartet man auch nicht, dass man ein stechendes Metallteil in seinem Brötchen findet. Okay. Doch genau das ist im August 2012 auf einem Air Canada Flug passiert. Okay. Tatsächlich fand die Person eine Nähnadel in einem vorverpackten Sandwich. Nur wenige Wochen vor diesem Vorfall entdeckte auch Delta Airlines insgesamt 6 verpackte Sandwiches, die alle Nadeln enthielten. Dies veranlasste die Fluggesellschaften, sich mit den Caterern in Verbindung zu setzen, die sie mit den Mahlzeiten an Bord versorgen. Und die Behörden wurden gebeten, die Vorfälle zu untersuchen. Aber es scheint, dass sie nicht genau herausfinden konnten, wie es dazu gekommen war. Das gibt einem zu denken, dass man sein Essen von nun an sorgfältig überprüfen sollte, bevor man... Also ich mache das auch, vor allem bei den Oreos, weil ich habe Angst vor Spinnen. Ist... Nummer 4. Vielleicht mache ich es auch bei den Bananen, weil da hat es sich ja auch um Spinnen gehandelt. Eine Frau aus dem US-Bundesstaat... Schlangenkopf in der Dose mit grünen... Und das steht... Und mit grünen was? Utah hat für immer Angst vor grünen Bohnen in Dosen, nachdem sie einmal eine Dose geöffnet und darin einen abgetrennten Schlangenkopf gefunden hat. Die gruselige Entdeckung wurde in einer Mormonenkirche gemacht, als die Mahlzeiten für die älteren Mitglieder der Glaubensgemeinschaft zubereitet wurden. Die Frau namens Troy nahm gerade grüne Bohnen aus einem sogenannten langsamen Kocher, als sie etwas sah, das sie zunächst für eine verbrannte Bohne hielt. Als sie versuchte, die Bohne mit einem Löffel sie fing sofort an, schon wieder so erschrocken, zu schreien und warf alle noch vorhandenen Gläser mit grünen Bohnen weg. Es bleibt jedoch ein Rätsel, wo der andere Teil der Schlange geblieben war. Ich habe mich da mega erschrocken, als die Schlange im Video einfach die Zunge so rausgestreckt hat. So, Nummer 3. Okay, jetzt kommen wir zu Nummer 3. Es gibt nichts Besseres Messer in Sandwich und abgebrochene Rasierklinge in Eiscreme. Missbereitetes Sandwich mit all seinen Lieblingszutaten zu beißen. Doch ein Mann namens John hätte sich fast geschnitten, als er beinahe in ein großes Messer gebissen hätte, das in ein 30 cm langes Sandwich angebacken war, das er in einer Subway-Filiale in New York City... Weil das schmerzt, wenn es gekauft wenn hatte. Als er gerade anfing, das Sandwich zu essen, wusste er sofort, dass mit dem Geschmack etwas nicht stimmte. Sein Ekel steigerte sich dramatisch, als er ein bis zu 7 cm langes Messer mit einem teilweise geschmolzenen Griff fand. Okay. Es ragte aus dem Teil heraus, in das er gerade beißen wollte. In einer anderen Geschichte fand eine Frau aus Ost-Texas ebenfalls etwas Scharfes in ihrem Essen. Sie hatte Eis aus einem Walmart-Supermarkt mitgebracht und sah darin ahnungslos eine Rasierklinge. In diesem Fall hatte sie sich an der Innenseite ihrer Lippe geschnitten. Rasierklinge sind natürlich auch gefährlich, wenn man da reinbeißen will. Nummer 2. In das Essen, wo die Rasierklinge drin ist. Okay, ja, Nummer 2. Schwarze Witwen... Nein, bitte nicht schon wieder was mit Spinnen. Also ich lese das. Schwarze Witwenspinne in Weintrauben. Weintrauben esse ich nicht. Okay. Haben einen furchterregenden Ruf. Schließlich sind sie die giftigsten Spinnen Nordamerikas. Der letzte Ort, an den sie gehören, ist eine Packung Weintrauben. Und doch ist dies schon mehrmals passiert. Ein solcher Fall betraf eine Frau aus dem US-Bundesstaat Missouri, die gerade Trauben für ihre Enkelkinder waschen wollte, als sie beinahe die giftige Spinne in die Hand bekam. Eines der Kinder hatte Alarm geschlagen und gefragt, was das haarige Zeug sei, das über den Trauben hing. Das haarige Zeug entpuppte sich als seidige Netzfäden und die Spinne befand sich auf einer der Trauben, die sie gerade reinigen wollte. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 2019 bei einer Familie in Michigan, ebenfalls mit Weintrauben. In diesem Fall handelte es sich um eine Rotrückenspinne, eine Cousine der schwarzen Witwe. Und Erdbeeren auch, aber Nummer 1. Weintrauben nicht. Das Happy Meal ist wahrscheinlich das beliebteste Essen, das man bei McDonald's bekommen kann. Doch am 30. November des Jahres 2000 wurde in der Lieblingsspeise vieler Menschen etwas Schreckliches gefunden. Eine Mutter aus dem US-Bundesstaat Virginia hatte für ihre Kinder bei McDonald's 2 Happy Meals mit Hühnchen bestellt. Als ihr Sohn das Happy Meal essen wollte, hielt er das Hähnchen hoch und schrie. Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht um einen Hühnerflügel, sondern um einen Hühnerkopf. Der Kopf, der Schnabel, der Kamm, die Augen und alles andere waren komplett durchgebraten. Sie waren paniert gebraten und unschuldig neben den echten Flügeln in die Happy Meal Box gelegt worden.
Als die Mutter den Schnabel und die Augen bemerkte, schrie sie natürlich auch vor Ekel. Okay. Nachdem sie den Hühnerkopf und den Rest gefunden hatte, rief sie wütend bei McDonald's an. Alles klar. Man sagte ihr, sie könne als Entschädigung ein neues Happy Meal bekommen, aber sie weigerte sich und hatte für immer den Appetit auf Happy Meals verloren. Habt ihr schon selbst einmal etwas Seltsames oder sogar etwas Unheimliches in eurem Essen gefunden? Also eigentlich wenn ja, in McDonald's was? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr mal einen Daumen hoch. Okay. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, alles klickt klar. Auf den Also ich muss zugeben, im Video hat es sich ausgerechnet am meisten um Spinnen gehandelt. Und Spinnen sind die Viecher, die ich am meisten hasse. Ey, und wieso müssen ausgerechnet die Oreos Spinnen sein? Ich esse Oreos so gerne. Oh mein Gott. Auf jeden Fall werde ich ab jetzt wahrscheinlich die Oreos immer überprüfen. Aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, beende ich auch das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Das würde mich freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.